Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen unendlich Klaus-Glitch zeigen. Und zwar bleibt dein Klaus für immer stehen und verschwindet nicht. So, als allererstes aktiviert Strom und Packer Punch. Danach sucht ihr die Mikrowellenschüssel. Die findet ihr in den Trümmerhaufen links und rechts neben Packer Punch. Einfach alle durchsuchen, bis ihr dann die Mikrowellenschüssel bekommt. Und wenn ihr die Mikrowellenschüssel dann habt, dann begebt euch in die Kleidungsfabrik. Diese müsst ihr nämlich hier einsetzen im Arsenal. Und wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr Hirnfäule auf eurer Waffe. Dann schießt ein Zombie mit Hirnfäule ab hier im Hotelzimmer 305. Und er macht die Tür hier auf und ihr könnt Klaus seine Hände nehmen. So, wenn ihr die Hände von Klaus nun habt, müsst ihr nur noch bis Runde 10 spielen, sodass der Krasny-Soldat spawnt und ihr die Batterie für Klaus bekommt. Wenn ihr den Krasny-Soldaten dann getötet habt, dann hebt die Batterie auf, die ihr euch droppt, und dann begebt euch nach unten zum Klaus. Dieser Schritt ist jetzt ganz wichtig, Leute. Und zwar, sobald ihr hier vor Klaus steht und dann auf Zusammenbauen drückt, aktiviert sich ein Timer. Am besten nehmt euer Handy und macht eine Stoppuhr, sobald ihr auf Klaus Zusammenbauen drückt. Denn hier kommt es wirklich aufs Timing an. Also schaut einfach bei mir, wie ich das mache. Ich aktiviere Klaus. Und jetzt müsst ihr erstmal genug Kills machen, sodass ihr den Klaus verbessern könnt. Wenn ihr die Mikrowellenschüssel eingefügt habt, dann bekommt ihr auch so ein Sound Alert, beziehungsweise so ein komisches Geräusch kommt dann und ihr wisst, dass Klaus fertig ist. So, ich mache jetzt erstmal die Kills und falls ihr jetzt sterben solltet, so wie ich, ist das auch nicht schlimm, weil ihr habt den Klaus, der euch dann wiederbelebt. Am besten tötet in Runde 10 nur den krassen Soldaten und lasst die Zombies alle für Klaus über, damit wir auch keine Zeit verlieren. Wenn ihr dann die Runde 10 beendet habt und alle Zombies getötet habt, dann nehmt den Klaus mit dorthin, wo ich ihn hinbringe. Und zwar geht einfach hier hoch. Wenn ihr dann oben seid, dann geht in Richtung Gasse. Das ist, wenn ihr hier dann nach links geht, geradeaus an Packer Punch vorbei. Und dann vorne rechts beim Korbadach. Dann könnt ihr Klaus hier hinstellen und hier in diesem Bereich rumlaufen, sodass Klaus die ganzen Zombies töten kann. Ungefähr bei 1 Minute 40 werdet ihr dann diesen Sound hören, dass ihr Klaus upgraden könnt, aber das macht ihr noch nicht. Also wartet noch ein bisschen, macht hier die Kills. Und wenn dann Klaus fertig ist, also zum Upgraden bereit ist, könnt ihr den ja erstmal hier oben ein bisschen weiter weg hinstellen. Und dann müsst ihr bei 2 Minuten und 11 Sekunden Klaus hier reinbringen. Also wartet noch, macht es genauso wie ich. Bei 2 Minuten 11 drückt hier drauf, sodass Klaus reingeht. Dann könnt ihr hier ihn entweder beschützen oder ihr macht so wie ich. Ihr lauft hier bis ins Hotelzimmer 305. Und dort könnt ihr nämlich an den Tresor gehen und wenn ihr am Tresor seid, werden euch auch die Zombies ignorieren. Ihr müsst jetzt nur noch warten, bis der Timer abgelaufen ist. Ich spule das Ganze mal vor. Und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, Leute, muss nach der Verteidigung der Klaus zu euch kommen. Also wenn er dann zu euch kommt, so wie jetzt bei mir gleich, dann hat der Glitch geklappt. Falls er nicht zu euch kommt und wieder weggeht, dann heißt es, euer Timing war nicht richtig, dann versucht es noch einmal. Nehmt am besten so wie ich eine Stoppuhr am Handy und dann kriegt ihr das auch easy hin. Aber man sieht auch schon an der Minimap, dass der Klaus zu euch kommt und ihr wisst dann, dass ihr das richtig gemacht habt. So, jetzt könnt ihr so oft down gehen, wie ihr wollt, denn der Klaus ist für immer da und er wird euch auch immer wieder hochholen. Das heißt, ihr könnt unendlich in Hyrule spielen, bis euer Spiel das Geist aufgibt oder ihr keinen Bock mehr habt. Diesen Glitch könnt ihr auch mit euren Freunden zusammen machen, also ist kein Solo-Glitch. Könnt ihr Solo machen, müsst ihr aber nicht. Und ja, ich lasse das Ganze mal noch ein bisschen laufen, sodass ihr seht, dass der Klaus auch nicht verschwindet. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, wisst ihr Bescheid. Lasst ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls ihr noch kein Abo bei mir habt, könnt ihr das auch sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.